Wenn dich das Thema und das Vorgehen näher interessiert, lade ich dich hiermit in die Update- und Community-Austauschgruppe ein. Link findest du in der Videobeschreibung. Herzlich willkommen zurück. Wir schauen nochmal auf das Selbstexperiment drauf. Das habe ich in Eigeninitiative für mich mal gestartet. Die ersten Videos dazu vom Aufsetzen etc. sind in der Mediathek auf diesem Kanal nochmal zu finden. Ist eigentlich eine reine Just-for-Fun-Maßnahme gewesen, um einfach diese ganzen Impressionen, die man so hat, es gibt ganz viele Beispielrechnungen mit dem Prozent und diesem Prozent und Sachen, die man da auslegen kann und Hochrechnungen und um das jetzt genauso zu handhaben, wie ich es auch mit den Anlagen in meinem Vermögensaufbau handhabe, einfach mal praxisnah, einfach selber mal ausprobieren und das habe ich hier jetzt mit getan und möchte das mit euch weiterhin verfolgen und somit schauen wir auch heute nochmal drauf. Wir hatten jetzt zuletzt wieder die 1 Million Marke geknackt. Wir waren mal kurz drunter, aber im Endeffekt ist das ja dann irrelevant, wenn man so einen gewissen Stand erstmal erreicht hat und dann geht es eher auf die Stückzahl, die man hat, die im besten Fall natürlich dann eine recht krisensichere Dividende ausschüttet. Da ist dann der Kurs zweitrangig und wir gucken dann mal auf den Cashflow. Der Kurs bietet natürlich dann Möglichkeiten, das auszuweiten, wie es auch in der aktuellen Situation sich eigentlich auch immer wieder ganz gut anbietet. Und darauf sind wir ja auch auf der Suche oder danach. So, der Dividendenkalender für den April, da haben wir 2.719 Euro ausstehend. Die ersten Zahlungen kamen dann da auch schon in der Theorie an und die nächste ist dann Merck und Realty Income, Rio Tinto, Stack, Thermo Fisher, Main Street Capital, was haben wir noch? Kisco, Nestle, Henkel und LTC. Genau, also nächsten Monat wird es dann nochmal mit den DAX-Werten natürlich auch nochmal stark. Schauen wir dann drauf, wenn das final bestimmt wurde oder quasi die ganzen Dividendenzahlungen hier erfasst wurden. Schauen wir mal kurz hier drauf, auf die Excel, die ich dazu für mich zum Kontrollieren erstellt habe, jetzt erstmal für dieses laufende Jahr. Wir hatten letzten Monat hier 1.764 aufgenommen. Dagegen stehen natürlich hier noch die Nachsteuern, quasi die 26% runtergerechnet, damit das nochmal etwas plastischer wird und nicht auf der Theorie der Einnahmen hier ohne Steuern. Das muss man natürlich nur schon noch beachten, ist wichtig. Und ja, von daher verzerrt sich auch hier hinten das Bild etwas. Das heißt, wir werden auch hier dann schauen müssen, dass wir eben die monatlichen Dividenden auch so einteilen, dass wir entsprechendes Puffer aufbauen. Ja, das wird natürlich dann erst zum nächsten Monat sehr gut klappen. Also es wird auf jeden Fall spannend. Also bis jetzt sind wir auf jeden Fall im Minus. Letzten Monat hätten wir schon auf jeden Fall keine Rücklagen für Urlaub etc. machen können. Das muss man dann eben auf die starken Dividendenzahlungsmonate verschieben, muss man wissen. Und das ist ja auch schon mal ganz interessant, dass es doch auch recht schwierig ist. Und aktuell haben wir diesen Monat so einen bilanziellen höhere Einnahmen, aber wenn man das gegenrechnet, sind wir immer noch bei minus 320 Euro. Jetzt in diesem Beispiel, in dieser Konstellation und einfach nur mal als, ja, ihr wisst, als Referenz, um das einfach mal ein bisschen plastischer darzustellen. Genau, das sollte erstmal dafür das Update sein. Ich habe ja auch auf Instagram nochmal meinen letzten Post gezeigt, wo ich auch wirklich nochmal zeige, was ich
wie ich mir meinen Weg da vorgestellt habe, als ich gestartet bin. Das soll ja auch vielleicht so ein bisschen die Richtung geben, dass man sich ein bisschen orientieren kann, ab wann oder welches Ziel muss ich überhaupt erreichen oder was ist dann überhaupt für mich das mittel- oder langfristige Ziel, damit man sich das ein bisschen einordnen kann. Und was dann auch wirklich das Resultat ist, blöd wäre natürlich, wenn man dann immer eine Zahl vor Augen hat und dann funktioniert das auf einmal gar nicht mehr. Das heißt natürlich auch hier werden wir es über die Zeit vermutlich auch immer ein bisschen anpassen müssen nach oben, jedes Jahr ungefähr. Hier ein bisschen auch die Anpassung nach oben. Das muss man natürlich auch noch mit beachten, aber da richten sich im besten Fall auch die Dividendeneinnahmen nach. Von daher sollten die dann auch steigen. Also deswegen finde ich das eigentlich sehr wichtig, sich das mal hier vor Augen zu führen. Und deswegen habe ich es ja auch gestartet. Kurze Einmerk dazu noch, ich hatte es ja schon gezeigt, ich habe mir, als ich angefangen habe mit ja, gut 23, 24, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich mir so einen Break gesetzt mit 30. Ja, mit den 70% Sparquote durch die ganzen Nebeneinnahmen und sehr gut verdienenden Hauptjobs, also beide, also meine Freundin und ich, haben eine sehr gute, solide, ja doch auch gute Hauptstelle, überdurchschnittlich würde ich sagen. Von daher, das erleichtert natürlich viele Sachen, aber mit Ziel und mit dem Datum nächstes Jahr, gutes, noch ein gutes Jahr, mit dieser Perspektive sind wir da rangegangen und dann werden wir schauen. Und daher rührt auch dieses Experiment. Ich habe letztes Jahr schon angefangen, meine Nebeneinnahmen zu tracken, zu schauen, komme ich auf meine Fixkosten, decke ich die. Das hat letztes Jahr wunderbar geklappt. Dieses Jahr habe ich die auch wieder angepasst, meine Fixkosten nach oben natürlich. Und mache das jetzt so weiterhin, um da einfach das Gefühl zu bekommen und dann auch natürlich, wie zum Beispiel bei den letzten Jahren, wenn man da irgendwie so Fitness-Tracker oder sowas gemacht hat, so will ich das hier auch mal machen, um dann einfach da auch eine Routine reinzubekommen, zu wissen, okay, das funktioniert und es gibt immer wieder Möglichkeiten. Und von daher, das so angelehnt daran. Und dann würde ich das auch wieder dann stoppen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt jeden Euro da tracken muss oder will. Das ist auch dann nicht mehr die langfristige Perspektive. Aber es geht einfach mal darum, sich damit zu beschäftigen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, daraus ein Konzept zu machen, das dann für einen übernimmt und eine Routine wird und dann damit dann auch ganz entspannt arbeiten kann. Ja, das so als kleine Inspiration, wenn es eine Inspiration für euch ist, super, dann gerne auch mal dazu in die Kommentare. Ich habe jetzt viel gelabert. Ich habe hier noch ein kleines Oster-Special. Das ist ja wirklich nochmal ein Special, ein starkes Special vor allem. Also normalerweise ist der monatliche Beitrag bei 3 € plus Steuern bei Patreon. Aber wer sich hier interessiert für die Telegram-Gruppe, wo es dann auch gerade jetzt darum geht, ja, wo sind denn überhaupt die Kurse, was haben wir jetzt gesehen, was sind die Fakten, kann man jetzt vom Kurs her was ableiten, wo wir stehen, diese Updates, die wir auch hier auf YouTube ab und zu einmal in der Woche besprechen, die kann man dort eben in der Telegram-Gruppe jederzeit abrufen und auch recht einfach, wie ich finde. Also, wenn das dir einen Mehrwert geben würde, lade ich dich dazu ein, mir in irgendeiner Weise zu schreiben, über Instagram hier oder kommentieren, wie auch immer. Tritt irgendwie mit mir in Kontakt und kannst dich dann dafür anmelden. Dann lade ich dich in die Telegram-Gruppe ein. Soll aber jetzt auch gar nicht darum gehen, ist nur eine kleine Information am Rande, wenn du dich dafür interessierst. Ja, gerne beitreten und das Ganze unterstützen. Und wenn du es einfach nur unterstützen willst, dann ist das auch super. Dann kommst du trotzdem in die Gruppe. Also, bis dahin und schöne Osterfeiertage. Soll auch nur ein kurzes Update sein. Ja, verfolgen wir weiter. Bis jetzt, ja, durchwachsen. Nächsten Monat soll es positiv werden. Dann müssen wir hier mal das Puffer aufbauen.
Und dann schauen wir, wie die nächsten Monate werden mit den Dividendenzahlungen. Aber soweit denke ich schon mal ein ganz guter Einstieg. Und ja, dann gucken wir mal, wo wir am Ende landen und was wir daraus dann bauen. Ob das ausreicht, ob das nicht ausreicht, was man an den Titeln drehen kann, ob das, ja, ob man sich da nochmal anders orientiert. Das werden wir dann irgendwann mal beantwortet haben und damit dann auch entsprechend wachsen. Bleibt auf jeden Fall spannend und dann bin ich jetzt raus und wir hören uns wahrscheinlich dann mit dem Montag-Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da oder abonniere meinen YouTube-Kanal. Ansonsten kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen oder meiner Telegram-Gruppe beitreten. Beide Links findest du in der Videobeschreibung.